Recht herzlich willkommen zur 111. Folge von Avarion. Ja, da vorne ist der Zoltan, der jetzt nicht mehr rot ist. Das heißt, nachdem wir wohl gestorben sind und abgespeichert haben, ist es dann wohl nicht mehr so. Aber wie wir da unten sehen, und da fliege ich jetzt nicht unbedingt mit dem Schiff hin, weil das ist nicht bewaffnet, ne? Das heißt, wir bauen mal schnell nicht das Schiff weiter, sondern wir brauchen einen Grund, ein neues Schiff. Shift-Taste. Handel, Versicherung, in Drohne aussteigen. Hatten wir hier nicht irgendwo Baumodus, ja, aber ich glaube, wir müssen erst in die Drohne aussteigen, um dann ein neues Schiff gründen zu können. Ja, so sieht's aus. So, das ist dann das ist, wie nennen wir dieses Schiff? Das ist unser Angriffsschiff. Ass. Ass Reiter und sowas haben wir ja bis jetzt. Ass. Astronia nennen wir das mal. Und so ist es richtig. Und das ist jetzt hier der Stein, ne? Das ist ja super glücklich gelaufen. Kann man den bewegen? Nein, den kann man nicht bewegen. Aber wir müssen jetzt mal gerade in das T einsteigen hier, in das andere Schiff und fliegen da ein bisschen was von weg. Dann klappt das schon. Fliegen wir mal rückwärts weg. Und dann reicht's erstmal. Dann gehen wir wieder da rein und bauen das. So, was bauen wir? Das ist jetzt hier die Frage. Das ist unser Kern. An dem Kern haben wir erstmal nix. Bauen wir erstmal sowas. Jetzt müssen wir mal gucken. Nehmen wir mal den kleinsten, den es hier gibt. Und das ist schon mal die Flugrichtung, okay. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir das hier. Und zwar, das war Gesamtgröße, das ist Länge. Nee, wieso hat dann das jetzt so gemacht? Wollte ich doch gar nicht. Ich möchte doch so einen und den nur verlängern. Und interessant, er macht es automatisch eine Nummer größer. Na okay, dann lass es, ist auch egal. Ich würde erstmal diese Differenz bauen. Und da gehen wir jetzt auf die Grünen, weil das ist unser bestes Material, was wir haben. Und bauen da von das Triebwerk. Und zwar nicht in dieser Form, sondern in dieser Form vielleicht. Obwohl, diese ist viel besser. Nee, das ist gar nicht gut. So wollte ich das nicht haben. Ist das dann doch so? Ja, so ist es. Da bauen wir das Triebwerk hin. Haben wir Glück gehabt, ist mittig, ne? So. Und das ist das Haupttriebwerk. Und zu dem pflanzen wir dann noch kleinere Triebwerke. Aber vielleicht machen wir das mit dem erstmal, dass wir irgendwo ein paar Abstände kriegen. Nee. Hey, ich habe das ausgewählt, das kleinste. Nein, habe ich doch nicht. Da ist es. Okay. Okay. Wir können natürlich auch mal so eine Spiegelachse anmachen. Dann wird das auch gut funktionieren, ne? So. Und da das gleiche. Das sieht doch schon ganz cool aus, oder? Dann wieder auf das Triebwerk. In grün, da war's. Und dann wählen wir das aus. Ist das das Richtige? Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen groß, ne? Ist es von der Höhe denn passend zu dem anderen? Ja, das ist schon mal der richtige Stein. Das bedeutet, wir machen den schmaler. So gefällt mir das.
Ist das so gut? Ja. Und hier auch noch eins. So, jetzt haben wir ordentlich Vortrieb, hoffe ich. Und da wiederum setzen wir dann Gerüste wieder dran. Die aber in der kleinsten Form natürlich vorliegen. Da. Und dort. Wir hätten jetzt noch eine Spiegelachse machen können. Und dort. Weil da möchte ich noch ein bisschen Schutz dann anbauen. Vielleicht machen wir das hier oben aber auch noch. Und genauso unten. Das ist aber erstmal so gut. So. Das Ding würde schon mal fliegen, ne? Unendlich weit wahrscheinlich. Aber jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da noch Gerüste machen, die allerdings ein bisschen größer sind. Warte, das war verkehrt. Ach so, das ist schon das Größte. Ich glaube, das ist der zweitgrößte Stein, den wir jetzt hier haben. Den Platz lasse ich nochmal frei, mache aber hier was hin. Und zwar auch länger. Wo kriege ich jetzt länger hin? Da, ne. Da, okay. Machen wir mal so. Dahin. Das gefällt mir schon ganz gut. Und was machen wir da jetzt dran? Da machen wir jetzt versorgungstechnisch was dran, wo wir mit durch die Gegend fliegen zum Beispiel. Das war nun eine Höhle. Triebwerk brauchen wir nicht erstmal. Korrekturdüsen wären natürlich schon mal wichtig. Aber wir brauchen erstmal Energie. Die war hier, ne? Generator und Energiecontainer. Nein, wir müssen erst noch Gerüste bauen. Und zwar insgesamt kleiner. Ne, der ist doof. Der war richtig, ne? Glaube ich, oder? Da müssen wir ein bisschen so. Und dann passt das schon. Ich glaube, wir machen das mal so. Und da setzen wir auch so einen hin. Ja, das ist schon okay. Den da, den müssen wir mal löschen. Der war falsch. Weg damit. Und wenn wir schon dabei sind, dann auch mal nach oben und nach unten. So. Das sieht doch schon ganz nett aus, oder? Vielleicht hier noch einen? Ne, da machen wir erstmal nichts hin. So, nochmal in grün jetzt. Container und Generatoren. Generatoren in einer besseren Größe jetzt natürlich. Ist das so gut? Ja, so ist das, glaube ich, gut, ne? Das ist so groß wie der da ist, oder? Die Größe möchte ich haben, aber die ist es nicht. Das heißt, wir machen Steuerung C und Steuerung V. Dann haben wir das. Und dann müssen wir nur den Stein ändern. Generator. Kommen da zwei hin. Und jetzt ist die Frage, ob die dahin passen. Ja, passen sie. So, das sind unsere Generatoren. Und dann gibt es die Energiecontainer noch, die wir nach außen setzen. Das waren jetzt Energiecontainer, ja, machen sie. Das sieht auch gut aus. Und das sieht auch gut aus. So, jetzt ist Schub und Höchstgeschwindigkeit steht, da ist schon mal toll, ne? Jetzt brauchen wir diese Düsen alle erstmal noch, ne? Das ist das nächstwichtigere. Düsen könnten wir jetzt erstmal hier hinten dran machen. Was ist das denn hier für ein Stein? Torpedo, okay. Schildgenerator, den müssen wir auch noch einbauen. Integrationsfeldgenerator, Hyperraumkern brauchen wir auch, Solarpanel, Nanolicht. Ne, das müsste dann eher hier irgendwo sein. Gyrophalanx.
Den bräuchten wir dann. Den machen wir mal. Warte mal, wir können noch eine Spiegelachse mehr hinzufügen. Machen das mal mit dem... Ne, machen wir nicht. Wir nehmen das einfache Material. Den hier. Und zwar in ganz klein wieder. Ne, war nicht ganz klein, ne? Nee, das ist anders. Nochmal hier hin. Und ich glaube, der war's. Nicht. Der ist so klein. Dann ist es der? Nee, der ist viel zu groß. Welcher war das denn jetzt hier? Hm, auch doof, ne? Da haben wir jetzt wieder so eine Größe, die keiner braucht, oder wie? Oder sieht es gerade nur so aus? Mach mal zu hier. Nee. Komm, dann ganz einfach. Den ausgewählt, Steuerung C kopiert. Und dann da reingebaut, wenn wir dann Steuerung V haben. Hä? Die sind doch größer, oder? Vertue ich mich da jetzt? Steuerung C. Nee, die sind wohl kleiner, die Gerüste da. Dann da Steuerung C. Hm. Steuerung V. Ah, jetzt passt's. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das mal hier so reinkriegen. Sieht so gut aus, glaube ich. Das können wir schon mal so lassen. Hier machen wir auch noch was hin. Was müssen wir da jetzt hinmachen? Korrekturdüsen und sowas. Korrekturdüsen wären aber sinnig eigentlich hier außen zu haben, oder? Machen wir mal so. Jetzt fehlen erstmal Quartiere noch. Schub, Bremse, Höchstgeschwindigkeit, alles toll. Denkst du? Quartiere. Komm, machen wir erstmal Quartiere dahin. Frachtraum, Quartiere. Steuerung V. Quartiere ausgewählt. Nochmal Steuerung C, Steuerung V. Jetzt passt's. Und nicht Generator, sondern wieder Quartiere. Passt erstmal. Wir gehen da jetzt rein. 12, das ist schon mal eine Ansage. Gut. So. Das ist jetzt erstmal was, was sich bewegt. Bremsschub, Schub, Höchstgeschwindigkeit. Werden vielleicht noch irgendwo in der Nähe einer Station landen sollen. Naja, jetzt ist auch egal. Die Korrekturdosen sind schon krass, oder wie sehe ich das? Das ist Geschütz, Flugscheibe, Produktion, Torpedorampe, Geschützturmbasis und sowas, Schildgenerator, Energiecontainer. Lass uns mal hier den Energiecontainer, Schildgenerator hinbauen. Und hier haben wir den Hyperraumkern. Machen wir oben und unten jetzt ein. Ist jetzt ein bisschen weit außen, ne? Aber erstmal so lassen. Hyperraumkern. Integritätsfeldgenerator. Oh, jetzt haben wir kein grünes Zeug mehr. Dann ist das halt so, ne? Dann gucken wir jetzt weiter nach der Titan erstmal. Titan-Ecke, Titan-Torpedola, was haben wir hier? Energiecontainer. Korrekturdüse hatten wir schon. Gyrophalanx. Das ist der zum Drehen, ne? Oder wie war das?
Da müssen wir aber erst noch so ein Gitter bauen. Kopieren mal den nicht. Vielleicht den hier vorne. Steuerung C, Steuerung V und bauen den dahin. Und dann, wo ist er? Gerichtete Korrekturdüsen. Jetzt nehmen wir wieder den, Steuerung C, Steuerung V und setzen den dazwischen. Das war jetzt voll doof, weil wir haben gerade das Falsche dahin gebaut, ne? So, jetzt haben wir den. Der kümmert sich dann hier. Ich glaube, wir müssen mal gerade die Spiegel ausmachen. Der kümmert sich so ums Rollen. Ja. Und der andere, den machen wir da unten hin. Den müssen wir nur umdrehen, ne? Der kümmert sich dann um das, denke ich mal, ne? So. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn er jetzt total langsam noch ist, werden wir jetzt gerade erstmal einen Testflug machen. Gucken, was da geht oder nicht geht. Das sieht schon mal aus, als ob was geht. Geschwindigkeit ist sehr schlecht. Also so geht er ja super mit. Aber so bewegt sich fast nichts. Also hoch, runter, top. Aber links, rechts, schlecht. Das ist nur die Frage. Dann haben wir wahrscheinlich den einen da unten falsch eingestellt. Kann das sein? Der ist noch da. Da ist noch ein Wrack. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, was wir da noch raus machen, ne? Oh, guck mal, da kann er Kopf über, kann er. Und so kann er auch schnell, habt ihr gesehen. Ja, aber das andere, das fehlt mir hier. Links, rechts, das kann er nicht. Ich glaube, wir müssen die Rotation ändern. Gehen wir nochmal in das Baumenü. Von diesem Stein hier unten müssen wir das Baumenü ändern. Und zwar... Wie machen wir das mit dem Ändern? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ganzes Schiff reparieren? Nee, das will ich nicht. Diesen Stein bearbeiten will ich nur. Bestimmte Blöcke ausblenden. Schiff reparieren? Nee. Verschmelzen möchte ich auch nicht. Die löschen. Blöcke reparieren. Blöcke umwandeln. Ja. Machen wir den nicht umwandeln. Machen wir den mal weg. Delete. Jetzt haben wir den weg, genau. Jetzt machen wir den nochmal kopieren. Steuerung V. Und den Gyrophalanx haben wir da. Und setzen den nochmal hin. Allerdings mit der grünen Rotation, ne? Ist das jetzt richtig? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß jetzt nicht. Doch, jetzt ist es richtig. So, jetzt sitzt da. So, jetzt nochmal das Ganze. Und wir können links, rechts gut fliegen und wir können hoch, runter gut fliegen. Und die andere Geschichte, die, wo er dann so kopfüber fliegt, die brauchen wir nicht. So, jetzt fehlt uns natürlich nur noch Truppe, ne? Das ist das Entscheidende. Und dann ein bisschen Schutz noch so und es ist vielleicht ein bisschen unterdimensioniert mit unserem Antrieb. Da müssen wir vielleicht auch nochmal dran. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert habt und den natürlich noch den Daumen hoch gebt für eine Folge, die euch gefallen hat. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.